Hallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge FIFA 23 Karriere. Wir haben noch ein paar Leihangebote. Schauen wir auch mal rein. Wir haben zwei auf der Liste. Das ist Schmitz und ja, unser anderer Freund. Wir möchten aber eigentlich keine Leihe zum Kauf. Wir gehen mal kurz in die Verhandlung. Schauen mal, was die bieten. Weil der hat auf jeden Fall das Potenzial, ein bisschen Kohle zu scheffeln. Oder sogar für die erste Mannschaft. Okay. Schauen wir bei ihm noch ein. Man kann es ja versuchen. Sagen wir mal, so ein Versuch kostet ja jetzt nichts. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das da einstellen kann, dass es halt eben nur Laie ist und nicht nur Laie zum Kauf. Ja, das können wir machen. Was hat er wieder für einen Marktwert? Aber egal. Neue Summe vorschlagen. Schauen wir mal, was sie meinen. Schade, aber wir haben wie gesagt Zeit. Da werden ja wohl noch ein paar andere dazustoßen, wohl oder übel. Hoffen wir mal. So, jetzt schauen wir kurz mal. So, wo haben wir die beiden denn? Geht dann anscheinend doch nicht, schade. Wir jetzt nur noch einen, den wir verlängern müssen. Das ist ja interessant. Das ist Wagner. Wenn wir das gerade mal noch machen. Danach geht es dann ins Spiel gegen den ersten FCS. Saarbrücken. Ausnahmsweise mal wieder gegen einen saarländischen Verein. Passiert ja auch nicht so oft. Rotation. 5 Jahre. 4 Jahre. Ah, da können wir ruhig ein bisschen mehr geben. 4 Jahresvertrag ist nicht schlecht. Das heißt, er kriegt wahrscheinlich, wenn wir in der Bundesliga spielen, 700. Sehr sympathisch. So, das müsste dann alles gewesen sein. Und da würde ich sagen, legen wir jetzt los. Ah, eine Sache wollte ich noch schauen. Ah ja, hier können wir noch die Entwicklungspläne machen. Aber das werde ich wahrscheinlich dann auch zwischen den Folgen machen.
waren gerade die zwei Tormänner. So. Dann würde ich sagen, geht's los. Die Saarbrücken hat 9 Punkte, wir haben 16 Punkte. Und dann schauen wir mal. Das hier müssen wir echt irgendwann mal ausprobieren. Spiel. Oh, was dauert dann da heute wieder so lange? Es ist fast logisch, wenn wir hier heute besonders im Auge behalten sollen. Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. 1. FC Saarbrücken gegen SC Verl. Ein sehr interessantes Duell, gar keine Frage. Frühes Tor ist immer wichtig. Jetzt ist der Jubel groß. Ey, das gibt's gar nicht. Franz macht das 1-0. Wir schauen uns die Wiederholung noch mal an. Da geht er durch alle Leute durch. Vorbei und da zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Der war aber auch super platziert. Wahnsinnsding. So, jetzt so, seid ihr jetzt alle wach. Das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Unfassbar, geht er hier durch bei Anstoß, Schuss und Tor. Das gibt's gar nicht. Aber jetzt kommt Cordup und schöner Ball auf Wolfram. Flagge kommt ganz weit. Sie bekommen den Ball nicht weg. Oh, schön. Oh nein, zu weit. Ja, mit viel Übersicht. Die Flanke jetzt. Pass kommt nicht an. Das war auch wieder knapp. Da bekommt er Unterstützung. Boah, schön. Und jetzt rüber. Vielleicht jetzt. Und der Ausgleich. Und den Ball macht er natürlich. Keine große Aufgabe mehr. Da ist das Ding schön rausgespielt. Schöner Doppelpack. Alles offen. Ja, schöner Doppelpass, nicht Doppelpack. Macht den Treffer. Und ich glaube, diese Wiederholung wird der Trainer seinen Jungs noch einige Male zeigen. Da hat in der Defensive nichts gestimmt. Korbos. 1-1, wieder unentschieden. Korbos, wie man es auch immer ausspricht. Ist völlig offen. Oh, das erste Tor unter mir als Trainer. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Na toll. Den Ball will er nicht hergeben. Da ist die Hereingabe. Der Ball fliegt Richtung Tor, geht aber dann doch ein gutes Stück drüber. Pass, oh, verdammt. Macht heute aber auch ein gutes Spiel hier, unser Torschütze. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Eine gute Co. Wir nennen ihn jetzt nur noch Co. Sie können über den Flügel. Kann man nichts falsch machen. Gute Balleroberung hier. Vielleicht ist der Name auch sau sehr einfach auszusprechen und ich stelle mich wieder nur blöd an. Vielversprechender Steilpass. Muss mir unbedingt mal ein Spiel von Werl anschauen. Er sucht die entscheidende Lücke. Flanke kommt rein. Ich habe gedacht, schöner jetzt zieht Einsatz. Vielleicht wichtig, dass Sie da der Seifalz hier ab, aber nö. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie ein Spiel von Werl gesehen. Also auch nicht im Fernsehen. Weg ist der oh, Ball. Toll.
weiß auch nicht, ob das jetzt so spannend jetzt ist. ein Eckball und Ich vielleicht bin die Werl-Fan. sie die Führung hier. Ich meine, ich bin Klapper-Fan, weil uns da ist auch eine Not und Elend. Aber ich habe so, wirklich jetzt die kurze Variante. Vielleicht mal bei den Highlights, aber ich glaube, so offensichtlich, dass ich jetzt sagen könnte, oh, ich habe mal Werl geschaut. Zellner. Neudecker. Kann ich leider das nicht sind Mitspieler frei. Sagen, dass so ist. Da passt er auf, Ball gekehrt. Leider. Werde ich aber auch auf jeden Fall in der Rückrunde mal nachholen. Ja, guter Pass. Allein um nur mal um zu sehen, wer hier cool. Verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Wer hier von meinen Leuten gut hin, drauf ist. Gleich kommt die Ecke rein. Ob das noch da ist. Oder wer spielt. Immer, Ecke das mache ich immer so gerne. Weiter gefährlich. Boah. An die Latte. Und das war's. Das habe ich bei Preußen Münster auch immer schon gemacht. Immer mal geschaut, wer spielt, wer Tore schießt und dann mal verglichen mit mir. Es gibt den Freistoß zunächst auf Vorteil entschieden, aber jetzt doch abgepfiffen. Nicht mal gelb. Harte Aktion. War schon an der Grenze zu gelb. Oh. Viel darf er Wolfram. Sich nicht mehr erlauben. Die Gastgeber sind beim Ballbesitz vorne. Aber rausgekommen ist zu wenig. Nur das Unentschieden. Damit können sie nicht zufrieden sein. Es fehlt die letzte Entschlossenheit. Aktuell müssen sie in der Abwehr gehüllt. Oh, schade. Das ist knapp. Na, bei so einem Ding musst du natürlich auch ein bisschen Glück haben. Hat leider gefehlt. Aber von der Annahme her super. Vom Abschluss her hat es ein bisschen gefehlt. Weiter am Ball. Abwehr findet kein Mittel. Hereingabe in die Mitte. Da hat er keine Mühe hier bei dem Kopfball. Nein, da war einfach zu wenig Druck dahinter. So kann der nicht gefährlich werden. Nachspielzeit wird angezeigt. Eine Minute. So, nachdem Saarbrücker hier in den ersten 3 Minuten Vollgas gegeben haben sie dann ein bisschen runtergefahren. Oh, Eversberg liegt wieder hinten. Aber auch nicht so viel runtergefahren, dass gefährlich werden können, dass sie hat wir ja noch den Lattentreffer. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen, es steht unentschieden. Bleiben also weiterhin gefährlich und deshalb müssen wir, das war auch ein Foul. Da kommt der Pfiff, Freistoß und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Bin ich gespannt. Oh, noch so ein Zweikampf und dann ist er fällig. Dann sieht er gelb. Coach zeigt es auch an. Ruhiger werden, ruhiger werden. Oh, was haben wir jetzt gemacht? Ja, wir sind die Ruhe selbst. Ja, da ist Platz jetzt. Jetzt die Flanke. Schade. Und festgehalten. Klasse gemacht. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Er bringt den Ball jetzt auf aber. Den langen Pfosten. Die Flanke hat er. Zu nah an den Torwart. Mike Franz. Da ist der Torschütze. Sie gehen dazwischen. Da setzt er sich gut durch. Abwehr muss aufpassen. Boah, schade. Gute Aktion vom Torhüter. Sie wechseln also aus. Vielleicht jetzt mal durch einen Standard. Ecke kommt in 16er. Sie bekommen den Ball nicht raus. Blockt. Es wird den nächsten Eckball geben. Das mal kein Handspiel war. Ecke kommt. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. Der war gar nichts. Und jetzt haben sie den Ball. Was war das? Was war das denn für ein Move? Neudecker. Sie spielen steil, gefährlich. Abseits. Oh, das ist abseits. Fahr da oben, sie können es nicht fassen. Ja, viele Fans auch nicht. Das ist eine ganz enge Entscheidung. Ich glaube. Oh, jetzt kommt Jakob für Grimaldi. Oh, Grimaldi, den könnten wir eigentlich auch mal noch schauen. Tor. Der kam unerwartet, aber er kam. Italiano.
Klapperer Jung macht's. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Ich wollte eigentlich flanken, da habe ich mir gedacht, komm. Jetzt wirbeln wir ihn einfach rein. Ist dem Winkel gar nicht einfach, aber ist zum Glück gut gegangen. 2-1, hier ist noch alles drin. Robin Scheu. Gut verteidigt. Schauen wir mal, wie die Saarbrücker jetzt mit dem Rückstand umgehen. Da wäre Platz für den Konter. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Neudecker. Viel Übersicht bei diesem Komm, Pass. Abseits, abseits. Richard Neudecker. Ja, das gibt's doch nicht. Drin ist der Ball und damit ist hier wieder alles offen. Schneller Ausgleich. Das gibt's nicht. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass und dann ist es klasse gemacht. Da ist keiner. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Neudecker macht's und da ist wirklich kein Verteidiger. Und sie sind wieder im Spiel nach diesem Ausgleich zum 2:2. Aber die Vorlage war auf Außen, weil die im Sperren stark, genau im richtigen Moment anscheinend verpasst gekommen. Ich hätte echt super auf Abseits. Ich hätte wirklich gedacht, es wäre Abseits. Das ist die Chance. Ah, da lässt er die klasse Chance liegen aus kürzester Entfernung. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. Ein wahnsinnig enges Spiel hier, Chancen auf beiden Seiten. Klasse, dicke Chancen. Immer wieder Gefahr vor den Toren. Das ist ein Spiel, das keinen enttäuscht. Wie lange hat dieses Remis an? Bam! Chance. Jetzt haben da ist es. Das ist die Führung und so kurz vor Schluss müsste es das eigentlich da können sie sich sein. Ärgern, wie sie wollen. Da ist das Ding. Ein Italiano mit dem Doppelpack. Ja, da kann man sich zu Recht mal ein bisschen freuen. Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst kommt die Flanke und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Schönes Tor. Er macht ihn rein. Drittes Tor. Ich denke, der wird auf jeden Fall bleiben. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. 8 Minuten jetzt noch. Und ach, diesmal war es aber abseits. Ah, da wollten wir mit Italianen zu viel. Neudecker. Wieder abseits. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Er war entschlossen, da an den Ball zu kommen und er hat ihn. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Oh, was macht er denn jetzt? Keine Gefahr, die Flanke wird abgeblockt. Jawohl. Das ist der Schlusspfiff in diesem Spiel. Die Gäste haben gewonnen. Wir gewinnen knapp, aber wir gewinnen gegen Saarbrücken. Und hier ist nochmal einmal das Tor am Anfang. War wirklich ein schönes Tor. Man muss sagen, Saarbrücken haben sich auch echt gut geschlagen. Kann man eigentlich nichts sagen. Hat zwar nicht für einen Punkt gereicht, aber können trotzdem auf sich stolz sein. Falls man das immer so bei der Niederlage sagen kann. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ah ja, bitte, bitte. Keine Ursache. So, dann geht's mal weiter und dann kommt schon das
Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Da kommt die nächste Trainingseinheit. Und dann schauen wir uns kurz mal noch die Tabelle an. Bevor ich dann das Training selber mache. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch zu tun haben. Aber mit den Gegentoren sind wir wieder nicht ganz Ligaspitzenwert, aber nicht ganz zufrieden. Aber bis jetzt läuft es richtig gut. Kann man nicht meckern. Ja, Saarbrücken jetzt auf den 13. runtergerutscht. So. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Da geht es dann gegen Zwickau. Die sind... ja, 18. Und da würde ich sagen, bis dann. Ciao, ciao.